Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars. Das Spiel, das will ich auch nochmal ganz kurz erwähnen, ich habe es ja bekommen von gamesplanet.com. Die Seite hat nämlich nichts zu tun. Die haben mir halt freundlicherweise den Key überlassen und ich zeige euch ein bisschen das Spiel. Es wird wahrscheinlich kein komplettes Let's Play, weil ich denke eher nicht, weil das Spiel, also Together-mäßig, ist relativ schwer, einzeln zu Let's Playen. Ich hoffe, dass jetzt auch das mit dem Sound soweit behoben ist. Das war halt ein bisschen blöd, als der halt aus dem Feld, als der da hier, ne, Aufnahme und so beendet hatte. Auf jeden Fall bin ich heute auch alleine unterwegs, nicht mit dem Nico, der wird in den nächsten Folgen, denke ich mal, wieder mit dabei sein. Wie lange ich jetzt allein unterwegs sein werde, weiß ich nicht. Ich möchte euch, da muss ich aber da lang, mal kurz auf die Map gucken. Ich möchte euch einmal kurz, schön falsch gelaufen, einmal zeigen die persönliche Quest. Also die persönliche Story. Und das macht sich besser, wenn man es alleine spielt. Weil der andere kriegt davon halt nichts mit und so weiter und so fort. Zumindest denke ich das. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob der nicht auch mit da rein kann. Ja. Vielleicht testen wir das einfach auch mal aus, ob der nicht mit rein kann und dann einfach mitläuft, sage ich jetzt mal. Aber zunächst, ja, bin ich hier erstmal alleine. Und ihr seht ja auch mal eingeblendet, hier müsste das eingeblendet sein oder war es eingeblendet, immer das Logo von Gamesplanet bekommt. Wenn ihr ein Spiel braucht, dann könnt ihr gerne mal darauf gehen und euch mal ein Spiel kaufen oder vielleicht auch nicht. Wir machen jetzt auf jeden Fall die persönliche Quest. Und ich bin gespannt, ob gleich die Aufnahme wieder abbricht und ich sie neu starten muss. Das ist nämlich ein bisschen blöd bei dem Spiel, dass immer wenn das Bild kurz schwarz wird, die Aufnahme beendet wird. Ist das nicht toll? Und dann hat man auch manchmal das Problem mit dem Sound. Aus dem Grund werde ich jetzt mal ganz kurz eine Fähigkeit ändern. Das war jetzt aber, leck mich am Arsch, war das krass. So. Ja, also es ist bei mir zumindest lauter. Ich würde aber gerne mal gucken, ob das tatsächlich auch jetzt lauter ist oder ob das sich nur so anhört. Aber ich nehme nochmal das Ding hier, aber das habe ich glaube ich schon, ne? Ich muss da lang, dann gehen wir da auch hin. Aber ich mache hier nochmal eine kleine Pause. Wir sehen uns sofort wieder. Ich will gucken, ob das soundtechnisch alles läuft. Und dann bis gleich. So, alles gecheckt. Der Ton müsste eigentlich passen. Das kann auch wirklich an Skype gelegen haben, dass Skype einfach meint, ja komm, ich mache einfach mal ein bisschen leiser, ne? So, jetzt bin ich also in der Shitty. In der Shitty auf, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber da bin ich halt. So, hier haben wir ein paar Händler. Wer bist denn du eigentlich? Hallo. Sprech einfach mal mit ihr. Ach so, ist auch eine Händlerin. Habt ihr das noch in anderen Farben? Nein, danke. So, wir gehen weiter. Wir wollen unsere persönliche Geschichte mal ein Stückchen vorantreiben. Und ich werde den Nico einfach mal dazu bringen, dass wir das mal einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert. Aber wie gesagt, ob das jetzt so 120 Millionen Folgen Let's Play wird, kann ich auch gar nicht versprechen. Denn wie gesagt, das ist ja eine schöne Wand. Ich denke, das Spiel bietet halt wirklich sehr, sehr viel. Grafisch finde ich es eigentlich schon recht cool, muss ich sagen. Also es ist, oh, ich muss sagen, es ist wirklich cool gemacht. Gefällt mir an und für sich schon sehr schön. Es gefällt mir sehr schön. Es gefällt mir sehr gut. Ich muss da lang. Ich sollte weniger irgendwo hingucken und auch mal auf die Minimap. Ich glaube, das bringt dann schon ein bisschen minimalen Vorteil. Ja, ja, ich weiß, Wegmarkierung, bla, 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 bla. So. Weil ich würde das gern einfach mal testen, ob das funktioniert, dass man in der Story-Mission, ob der andere nicht mit einfach rein kann. Also, Nico meinte, das geht nicht so weiter. So, er hat halt dann keinen Sinn. Für ihn macht es keinen Sinn, weil er sieht das nicht, er hört das nicht und das ist halt blöd. Er chillt dann blöd rum. Weil es ja dann auch Story-Missionen sind und so. Das würde ich aber gerne mal testen, wenigstens. Ich halte die Augen auf. Weitermachen. Ja. Aber, wie gesagt, das testen wir dann, beziehungsweise das testen wir wahrscheinlich später, wenn ich das hier aufnehme. Ich werde wahrscheinlich jetzt so, ich weiß es nicht genau, wie viele Folgen ich jetzt aufnehme. 3, 4 vielleicht? 5? Kommt drauf an, wie lange das hier geht. Moment, habe ich das Ding? Ja, das habe ich. Okay. Na gut. Ach genau, ich wollte ja mal gucken. Genau, guck mal, mein XP-Boost, der geht noch schön. Das ist nämlich In-Game-Time. Das finde ich sehr, sehr gut. So, da muss ich hin. Wo komme ich denn da rein? Instanz betreten. Weitergehen. Und da wäre halt interessant, ob der andere das dann auch bekommt, ob er mit in die Instanz möchte.
müsste man dann mal schauen. Mir wird wahrscheinlich gleich wieder die... Nein, die Aufnahme bricht nicht ab. Ich bin begeistert. Ihr Post, das Briefkastensymbol zeigt an, ob ihr ungelesene Nachrichten habt. Okay. Ich habe gar keine Post. Doch, ich habe wohl Post. Hab ich schon Post? Kein Betreff. Quinn? Es ist nicht, wie ihr denkt. Ich bitte um Geld. Sucht mich auf, wenn ihr wieder auf dem Bein seid. Ich warte ganz in eurer Nähe und habe einen geschäftlichen Vorschlag, den ihr euch sicher nicht entgehen lassen wollt. Bis bald, ja? Quinn! Ah, ja, ja. Schon klar. Achso, das ist vor 6 Tagen alles gewesen. Der lügt mich an. Hä? Okay, Moment. Ich muss mal kurz die Map öffnen, weil, wie gesagt, für mich ist das Spiel ja neu. Er will mich jetzt hier außen rumführen, aber ich kann auch einfach... Ich finde das cool. Ich kann jetzt einfach weiterlaufen. Finde ich irgendwie schon nice. Finde ich irgendwie cool. Der würde mich doch sicher sowieso dahin führen. Warum kann ich dann nicht einfach so dahin laufen? Also bitte. Guck mal denn dahin. So, das ist Quinny Boy. Reden wir mal mit ihm. Ah, da seid ihr ja. Freut mich, dass ihr wieder auf den Beinen seid. Lasst uns was trinken gehen. Ich gebe einen aus. Ihr gebt einen aus? Muss ja ein besonderer Anlass sein. Oh, und danke, dass ihr einen Krankenbesuch gemacht habt. Hey, dafür sind Freunde doch da. Außerdem, habt ihr die Priesterin Detweina gesehen? Niedlich. Quinn, da seid ihr ja. Zwei Kinder. Ich werde euch hier und jetzt die Kehle durchschneiden. Wartet mal, warum seid ihr denn so wütend? Ich habe doch nichts gemacht. Genau. Ihr solltet Krawall Alice den Rücken frei halten, aber ihr habt nichts gemacht. Und die Witwenmacher haben sie entführt. Was für ein Name. Hallo, Pete. Es ist ein Weilchen her. Wo liegt denn das Problem? Ihr seid also zurück. Rechtzeitig, um euren Idiotenfreund zu beschützen. Das Problem? Wegen Quinn wurde eine von uns von einer anderen Bande entführt. Ich will Alice zurück. Oder Quinns Kopf auf einem Pfahl. Wir holen Alice zurück. Ihr meintet, dass die Witwenmacher sie haben? Wir kümmern uns um sie. Dann ist Quinns Rechnung beglichen und er schuldet euch nichts. Gut. Ihr bringt mir Alice und wir sind quitt. Schafft ihr das nicht, verblutet ihr beide in der Gosse. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Geht alles voraus. Klar. Ich muss sagen, ich finde es auch relativ cool inszeniert, dass die beiden dann halt, oder die dann, ja, wie sagt man, in den Vordergrund gestellt werden und irgendwie im Hintergrund. Finde ich irgendwie schon ganz gut. Aber ihr seid mir eine große Hilfe. Ja, ja, cool. Ich überlaber dich einfach mal kurz, weil interessiert eh keinen, was du sagst. So. Mich denn hin? Ich muss doch hier lang, oder nicht? Nee, muss ich gar nicht, verdammt. Ich bin falsch gelaufen. Was haben die hier eigentlich? Naja, so leicht haben sie schon. Diese Schweinchen. So, na gut. Dann wollen wir mal schauen, was hier abgeht. Passwort? Der Bierkrug braucht Bier. Nicht mal ansatzweise verschwindet von dieser Tür. Ich habe ein paar von diesen Spinnern unter der Brücke. Wir versuchen es nochmal. Holen wir uns das Passwort von ihm. Lasst mich einfach rein. Haut ab. Wartet, ich hab's. Der Bier. Nein, ist doch falsch. Ich habe ein paar von diesen Spinnern unter der Brücke gesehen. Holen wir uns das Passwort von ihnen. Ich habe ein paar von diesen Spinnern unter der Brücke gesehen. Holen wir uns das Passwort von ihnen. Ja, wir sind schon auf dem Weg, Quinn, nervt nicht. Hui, hui. Jetzt brauche ich auch noch ein Passwort, ey. Wo kommen wir denn da hin, ne? Seid ihr es? Auch wenn nicht, ich greife euch jetzt an. Okay, irgendwie bringt das gerade nicht sehr viel. Machen wir mal das hier. Ich weiß. Das sind welche von Ach, jetzt. Natürlich. So. Machen wir den hier. Gewahrt die Kraft des Ozeans. Achso, das macht sie so. Okay, so ein Standardangriff. Oh, wir haben schon ganz schön. Aber der macht doch gar nichts. Warte, der hilft uns überhaupt nicht, der Arsch. Weil die ist ausgewichen. So, jetzt ist es down. Bist du auch noch ein Feind? Ach, du bist auch ein Feind. Na, wenn du auch ein Feind bist, dann kriegst du von mir auch auf die Frucht. Da habe ich ja überhaupt kein Problem mit, ne? So, hier. Burn, Motherfucker. Ja, Motherfuckerin. In Ordnung.
Wir wollen das Passwort für euer Versteck. Weiß und zwar plötzlich. Lasst ihr mich gehen, wenn ich es sage? Jupp. Wir lassen euch gehen, wenn ihr sie nicht warnt. Nein, sie haben mich nicht beschützt. Also schulde ich ihnen auch nichts. Das Passwort lautet Salmas Pumphosen. Vergesst es. Salmas Pumphosen. Ey, die Namen hier sind einfach genial. Ohne Scheiß. Krawall Alice. Wir müssen Krawall Alice retten und dazu brauchen wir das Passwort. Palmas Pumphosen. Jawohl. So sieht's doch aus, ey. Schläger oh. Sind hier. Was? Piet Schläger? Sprauche. Warte, ich brauche das hier. Mach mal das hier, ich mache einfach irgendwas hier, verstehst du? Hallo, kommst du mal wieder her? Was soll dem denn, ey? Was sieht er denn aus? Ist ja ein ganz furchterregender Bursche. So, da noch mehr? Ach, guck mal, da ist noch jemand. Na gut, dann greifen wir die auch mal an. Die haben natürlich eh keine Schnitte gegen uns, das muss man mal so sagen. Hier kriegst du noch ein bisschen Feuer. Fire in the hole. Ja? Da ist noch eine rausgekommen, ja, meine Güte. Ich schalte jetzt immer mal um hier auf Wasser, weil man muss ja auch mal andere Dinge probieren. Ach, guck mal, da ist noch einer gekommen. Ich muss sagen, Blitzfertigkeiten finde ich jetzt nicht so prickelnd. Aber gut. Mein. Na ja gut, die bringt mir absolut gar nichts. Ich meine, das Einzige, was Blitz halt hat, sind diese Angriffe und... Aber sonst... So, jetzt können wir Krawall Alice retten. Wo ist denn Krawall Alice? Ich kann mit dir sprechen. Komm schon, Alice wartet. Eine bessere Chance kriegen wir nie. Langsam. Die Witwenmacher werden bereit sein. Seht also zu, dass ihr das auch seid. Was? Die sind bereit? Ich dachte, die sind tot. Jetzt. Naja. So, kann ich hier irgendwie was machen? Kann ich die Truhe öffnen? Nein? Schade. Na gut, dann kann ich die Truhe halt nicht öffnen. Dann gehen wir halt hier nach oben. Da ist sie. Krawall Alice. Hops, aufgesprungen. Freut sich. Das finde ich schön. Freut mich auch. Danke für die Rettung. Diese Kerle fingen an, mir auf die Nerven zu gehen. Was euch angeht, Quinn... Das reicht, um wieder wettzumachen, dass man mich überhaupt geschnappt hat. Fast. Ich löffle jede Suppe aus, die ich mir oder anderen einbrocke. Ihr wart nie wirklich in Gefahr. Natürlich. Bestimmt, Quinn, wenn ihr das sagt. Kommt schon, wir müssen Alice zurück zu zwei Klingenpiet bringen. Ich bin direkt hinter euch. Überall anders ist es besser als hier. Ah ja, ich finde das schon cool gemacht. Ich finde das so gut in Szene gesetzt. Ich meine... Jedes MMO geht da natürlich ein bisschen anders mit um. Ne? Manche machen halt Sequenzen, wie es zum Beispiel bei KOTOR sei schon. Star Wars. SWTOR. Ich finde das blöd, 2TOR zu sagen. Da haben sie halt richtig Sequenzen für alles gemacht. Das fand ich ziemlich cool. Ich fand. Wobei mir hat auch zum Beispiel Neverwinter viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ist ja schon ein bisschen anders, ne? Wo ist der denn jetzt hin? Ach so, jetzt ist er da weg, ja. Nee, ist klar. Na gut. Dann laufen wir halt noch einmal außen rum, macht er nichts. Ach nee, stimmt, der stand ja vorher auch hier. In der Gasse. Macht schnell. Piet, da bin ich. Glück für euch, Quinn. Ihr habt es geschafft. Gut, dass Alice nicht verletzt wurde. Euch keinen Dank, Piet. Wolltet ihr mich den Kerlen überlassen? Ich dachte, ihr braucht mich für die Nummer mit der Kräuterfrau. Schweigt. Jetzt zu euch, Quinn. Die Sache mit Alice ist im Reinen, aber ich habe noch Arbeit für euch als Mitglied der Bande. So war's nicht abgemacht, Piet. Wir haben die Witwenmacher erledigt, Alice geholt und Quinn ist draußen. Macht keinen Ärger. Piet kann mir das Leben hier sehr schwer machen. Solange ich auf der Straße bin, muss ich mit ihm zusammenarbeiten. Seid kein Idiot. Piet ist nicht euer Freund. Er hält jeden für entbehrlich, besonders euch. Ihr kriegt nur noch mehr Ärger. Sicher, weiß ich ja. Vertraut mir. Ich muss ihm einen Schritt vorausbleiben. In Ordnung. Ist ja euer Leben. Seid vorsichtig, Quinn. Ich kann euch nicht immer helfen. So sieht's nämlich aus. Hauptmann Thackray möchte umgehend mit euch sprechen. So.
Okay, es gibt ja auch so kleine, naja, Sequenzlein, nenne ich sie jetzt mal. Was ist das denn eigentlich? Das war, achso, das war irgendwie so zum Angucken irgendwas, ne? Ich weiß gar nicht, wo das sein ist. Wahrscheinlich irgendwo oben drauf und springen. Ich bin noch in kein Adventure. Komm mal denn da hin? Wir gehen jetzt zum Hauptmann. Ich bin auch immer noch bei Freundschaft mit Risiko. Sprecht in der Schenke mit Logan Thackeray. Na gut, dann werden wir das mal tun. Mal gucken, was der Herr Thackeray macht. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde euch eine persönliche Quest mal zeigen. Und ich bin jetzt gerade bei 13 Minuten. Ich guck mal, wie lange das hier geht. Also es kann sein, dass ich dann einfach halt... Nein, nicht automatisch laufen. Kann halt sein, dass ich dann direkt hier an diese Folge noch im Anschluss was mache, wo wir dann wieder zu zweit aufnehmen oder in der nächsten Folge. Ich dachte, es geht länger. Vielleicht geht es auch noch länger. Ich habe ja keine Ahnung. Ne? Schauen wir mal. Danke, dass ihr kommt. Ihr habt doch Zeit für ein Wörtchen, oder? Klar. Ich brauche ein paar Informationen über einen Schläger namens Zwei-Klingen-Pete. Pete was? Ja, kenne ich. Macht dauernd Ärger. Heutzutage ist es mir am liebsten, möglichst wenig mit ihm zu tun zu haben. Freut mich zu hören. Die Umtriebe seiner Bande werden regelrecht tödlich. Ihr wisst nicht zufällig, was er als nächstes plant. Ich habe gerade meinem Freund Quinn geholfen, mit ihm abzurechnen. Einer von der Bande erwähnte eine Arzneikundlerin. Sagt euch das was? Arzneikundlerin? Pete's Schergen haben in Shaymore rumgeschnüffelt. Dort gibt es eine Arzneikundlerin. Das könnte ihr nächstes Ziel sein. Mein Freund Quinn ist in die Sache verwickelt. Gibt er mir die Chance, ihn da rauszuholen? Viel verlangt. Aber für die Heldin von Shaymore versuche ich es. Holt Quinn schnell. Meine Soldaten schwärmen aus, sobald es Ärger gibt. Ha, wir sind schon eine Heldin, ey. Aber gebt Acht. In Situationen wie diesen kann eine falsche Entscheidung tödlich sein für eine Freundschaft. Ich habe mich eine Asura Buka oder für einen Freund. Ich glaube, cool. Die wollte mich anmachen. Freundschaft mit Risiko abgeschlossen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Verteidigung geht runter. Dafür geht, würde die Kraft hochgehen. Ziehe ich, ja, aber... Oh, ach, guck mal. Ja, was soll ich denn hier nehmen? Ich habe echt absolut keinen Plan. Mein Krug ist leer. Hey, Wirt! Ja, dann kauft ihr neues Bier, Junge. Kraft, Zähigkeit. Zähigkeit, Vitalität ist Leben. Zähigkeit ist Aushalten. Kraft ist wahrscheinlich Angriff. Ja, komm. Bereit für mehr. Nehmen wir mal das. Im Grunde ist die Quest dann auch schon fertig. Ich könnte jetzt noch theoretisch, ja, die zweite Quest machen. Ich glaube, komm, wir sind gerade bei 15 Minuten. Das ist ja noch ein bisschen wenig, ne? Ich mache einfach mal noch, was ist das eigentlich? Ach so, das ist ein Händler, ne? Ja. Ich werde einfach mal noch die da ranhängen, weil das war jetzt relativ geschwind, möchte ich mal behaupten. Da gehen wir einfach mal wieder raus. Wobei, wo muss ich denn überhaupt hin? Das ist mein Weg. Okay, alles klar. Ach so, das sehe ich noch gar nicht, ne? Schade. Na gut, dann, ja, möchte ich. Mal gucken, ob es gleich wieder unterbricht. Das macht dann immer so einen Spaß, ey, das wieder zusammenzufügen. Nein. Sehr schön. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich beschwöre die Kraft. Das Coole ist, ich muss hier raus, ne? Bedeutet eigentlich, ich könnte von da hier... Ich gehe jetzt einfach hier hin. Und laufe dann da den Weg zurück. Scheint mir schneller zu sein. Außer ich muss dann wieder in die Stadt, das wäre ärgerlich. Das wäre blöd, hatte ich gesagt, bevor das Spiel... Also, ich merke mir einfach mal, wenn ich... Okay, da kann ich auch so lang. Wenn ich die Wegmarken benutze, beendet er immer das Spiel. Dann ist klar. Werde ich mir mal versuchen, etwas zu merken... Also ich muss dann immer nur darauf achten, dass ich wieder... Wer bist denn du eigentlich? Die Festung von Shaymore hält den Krieg der Zentauren von Götterfels fern. Wir Seraphen opfern jeden Tag unser Blut und unseren Schweiß, damit es auch so bleibt. Aber die ständigen Kämpfe fordern ihren Tribut. Wir sind erschöpft. Die Zentauren könnten jeden Moment die Oberhand gewinnen. Bitte, helft uns, sie zu bekämpfen. Nein. Vielleicht später. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss zur Arzneikundlerin...
Wie lange läuft der XP-Bus noch? 5 Minuten, das ist nicht viel. Aber ich habe ja noch 9 Stück, da kann man ja, ne? Oh, was ist denn das hier für ein... Oh, cool, dann wird man schneller. Hui, toll, jetzt ist vorbei. Dann betreten wir mal die Instanz, die Arznei. Die Sachen zurück zu Pete. Die anderen kümmern sich um den Rest. Hilfe! Vorsicht mit dem Zeug, es ist gefährlich. Die werden mich umbringen. Ernsthaft, Leute. Dorfbewohnerin. Wir werden uns schon irgendwie einig. Wir müssen der alten Dame nicht wehtun. Ich wollte sie begrüßen. Manu. Bitte tötet mich nicht. Ich habe euch gegeben, was ihr wolltet. Was macht ihr da? Wir müssen ihr nicht wehtun. Wir machen, was Pete sagt. Und Pete sagt, sie stirbt. Ach ja? Tja, ich sage, auf gar keinen Fall. Sagt, was ihr wollt. Ich lasse sie jedenfalls nicht am Leben. Oh ey, das ist jetzt voll unfair. Ich hab gerade getrunken, ihr Kackbratzen. So, pass mal auf. Ich nehme mal Feuer, weil ich da einfach mehr Damage machen kann. So, zack. Zack, zack. Hör mal, Kamera schnell drehen. Oh, da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr raus. Das ist aber blöd. Aber auch gar kein Problemchen für mich. So, gut, die ist... Naja, war ein bisschen viel. Ach, verdammt, ich soll... Sollte man nicht vergessen, die immer... Nee, ich kann jetzt nicht beschützen, ich muss jetzt hier durchsuchen. Mach deinen Scheiß alleine. Nehme ich das eigentlich dann? Jawohl, sehr schön. Das finde ich gut, dass ich dann auch automatisch aufnehme. Also, die Gegenstände, natürlich. So. Ich muss sagen, Feuerschaden ist schon ziemlich nice, auch wenn ich eigentlich eine Luftmagierin bin. Naja, man kann nicht alles haben. Du bist auch noch ein Gegner? Hallo? Ey, ignorierst du mich mal nicht? Was soll denn das? Jetzt. Hier. Nicht in Ordnung. So. Alle weg. Gebt alles, was ihr da habt. Kommt noch jemand. Toll. Der hat's jetzt aber mega in sich gehabt. Stirbst du? Na, geht doch. Komm, wir benutzen mal wieder ein bisschen hier das Luftattribut. Ich möchte ja auch mal das andere freischalten. Aber das macht echt nicht viel Schaden, ne? Obwohl ich mir halt... Eigentlich müsste das doch mehr machen. Ich meine, das ist ein... Blitze, hallo? Das, ich meine, das wird bestimmt schon irgendwo seine Gründe haben. Warum, wieso, weshalb und... Aber gut. Haha, guck mal, er zappelt. Ne, ich will mit dir nicht sprechen. Sei bloß ruhig. Sei bloß ruhig, mein Freund. So, wo ist denn die Arzneikundlerin jetzt? Hallo, Arzneikundlerin? Ich hatte alles unter Kontrolle. Bin aber froh, dass ihr da seid. Ich auch. Ihr habt uns das Leben gerettet. Sie haben aber mein ganzes Rhizompulver genommen. Das ist ein starkes Gift. Vergiften? Quinn, was läuft hier? Die Seraphen sind unterwegs. Wenn wir ihnen sagen, was Pete plant, können sie ihn aufhalten. Ihr arbeitet für die Seraphen? Wann seid ihr zur Ratte geworden? Dem Gesetz ist nicht zu trauen, wisst ihr das nicht? Ich traue Thackeray eher als zwei Klingen, Pete. Ihr würdet niemanden erstechen. Warum also helfen, Dutzende zu vergiften? Haltet euch bedeckt, bis Thackeray handelt und Pete entweder tot oder im Kerker ist. Aber ich... Ach, ihr habt recht. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich werde eurem Rat folgen und mich verkriechen, bis das hier vorbei ist. Ach, und nochmal danke. Kein Problem. Ich verschwinde von hier. So, wo ist denn? Ach, der, guck mal, der ist auch schon. Wenn ihr Leute rettet, laufen sie euch bald in den Straßen nach. Und glaubt mir, das ist nicht so schön, wie es klingt. Ich glaube auch. Oh, Gräfin Anis. Hallo. Hallo. Wir haben den Lärm gehört. Sieht aber so aus, als hättet ihr euch darum gekümmert. Ich möchte euch Gräfin Anis vorstellen. Beraterin des Königshofes und Vorstreiterin der glänzenden Klinge. Was ist hier vorgefallen? Die Arzneikundlerin ist gerettet, aber Pete's Bande ist mit giftigem Rhizompulver davon. Ich fühle mich verantwortlich, weil ich sie nicht aufhalten konnte. Lasst mich helfen. Klar doch. Findet heraus, wann und wo sie das Gift einsetzen wollen, dann schalten wir zwei Klingen Pete ein für alle Mal aus. Pete's Bande weiß, dass ich hier war.
Wenn keiner von seinen Leuten zurückkommt, will Pete mir bestimmt an den Kragen. Keine Sorge. Meine Magie kann euch als gewöhnlichen Banditen tarnen. Sie werden nie herausfinden, dass ihr es seid. Wir sagen euch, wo sie sich verstecken. Es ist gefährlich. Wenn ihr aber willig seid, weiß ich, dass ihr das schafft. So gut wie erledigt. Zwei Klingen, Pete, aus dem Verkehr zu ziehen, ist mir ein größeres Anliegen als euch. Nun gut. Ich werde den Zauber jetzt sprechen. Aber die Verkleidung wird erst aktiviert, wenn ihr euch dem Banditenhauptquartier nähert. Wenn ihr soweit seid, begebt euch an diesen Ort auf eurer Karte. Meine Späher berichten, dass Pietes Männer sich dort versteckten. Vorsicht, ihr seid auf euch gestellt. Weidmanns Heil. Haltet einen Moment still. Okay. Ich wirke die Verzauberung auf euch. Das wär's. Wenn ihr die Banditenhöhle erreicht, werdet ihr verdeckte verwandelt. Verdeckte Ermittlungen sind knifflig. Um sie durchzuziehen, muss man essen, atmen, denken und stinken wie ein Bandit. So. Oh, das ist nice, das ist nice, das ist nice. Ich habe nämlich eins nicht gekauft, wo ich mit Nico gespielt habe. Ich habe eine Axt. Ich habe den... Hier, guck mal, nämlich den Eispickel habe ich nicht... Eispickel. Die Kofferspitzhacke, Eispickel, ey. So, das möchte ich gerne haben. Das ist cool. So. Damit habe ich auch das abgeschlossen. Bin Level 7. Und... Oh, cool, ich kann jetzt Erdeinstimmung machen. Das ist cool. Das finde ich nice. Und es wäre jetzt quasi verdeckt arbeiten. Allerdings beende ich dann an dieser Stelle die Aufnahme. Obwohl es ja hier weitergehen würde, ne? Aber nur, ich beende jetzt hier die Aufnahme. So, was habt ihr davon? Oder muss ich das machen? Ich glaube, ich müsste das jetzt sogar noch machen, weil es... Kann ich, was ist, wenn ich hier einfach rausgehe? Was passiert denn eigentlich dann? Ach so, dann gehen wir einfach Richtung Königental. Verstehe. Na gut, so sei es. Ich habe euch zwei von meinen persönlichen Geschichten... Nein, das sind nicht meine persönlichen Geschichten, das sind persönliche Geschichten vom Charakter, nicht meine. Das möchte ich nochmal klarstellen. Habe ich euch gezeigt. In der nächsten Folge, ich denke mal, das wird eine Folge sein. Wahrscheinlich. Können wir den kaputt machen? Komm, wir machen den noch schnell kaputt. Puff. Und in der nächsten Folge geht es dann wieder mit Nico weiter. Ich denke mal, das wird auch nur eine Folge werden. Ich werde die dann halt ein bisschen länger lassen. Und dann werden wir noch ein bisschen was machen und dann mal gucken, wie lange wir die ganze Chose hier noch machen. Denn wie gesagt, also mich würde es mal interessieren. Ich würde es gerne mal testen, ob es geht, dass wir zu zweit vielleicht eine Instanz machen können. Dass der das vielleicht dann auch mithört oder so. Ich bin der Meinung, ich habe es mal in einem Video gesehen. Ich gucke auch nochmal bei Google. Und wir schauen einfach mal, wie lange wir das Ganze noch machen. Aber an der Stelle bedanke ich mich mal bei euch. Ihr habt jetzt gesehen, wie wir Quinn gerettet haben. Wir haben die Heilkundlerin gerettet. Und wir haben ganz viele böse, komische Typen getötet. Und zwei Klingpiet haben wir ans Bein gepisst. Das ist doch schön. Ich bedanke mich bei euch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.